Alter, wie lange das noch dauert? Also langsam. Was macht mein Pferd da überhaupt? Ist man's? Ist man's? Haben wir Idee. Wir schauen einfach mal kurz nicht hin. Ups. Wir schauen einfach kurz mal nicht hin. Dann geht's da schneller. Und ein bisschen. Weil uns tatsächlich auch Waffen kaufen für 100%. Ja? Ich habe gar eine Idee im Moment. Können wir einfach mal das Haus kaufen? Kostet glaube ich 50. Wäre schlau, da müsste er dauernd hierher reiten. Da kann man alles von hier machen. So. Haben wir Idee. Noch eine Idee. Ja, Leute, noch eine. Ach, da ist es. Oh. Jo, ich springe einmal bis zum nächsten Tag. Das ist ein schlechter April-Scherz wahrscheinlich. Da ist heute nichts klappt. Ups. Immer noch Nacht? Falsche Tür. Hallo? Boah! Was zur Hölle? Das ist der! Oder? Ja! Bitteschön! Der hätte zur Baller-Bande gehört, ne? Ey. Momamba! Dann brauchen wir so für ein anderes Outfit, was wir eventuell holen, weil nicht. Wo ist denn der? Okay. Mach mal. Ist gekauft. Ich hoffe, der Erk dazu. Das wäre. Wäre scheiße, wenn die der Person. Klatschen wir auch easy. Da lässt eine Egg Hollow. Ich weiß, ist dem scheißegal. Moment mal. Was ist denn die Aufgabe? Genau. Oh. Hätte man sich ja uns sagen können. Fange! Ich hab kein Lasso. Könnt ihr mich bitte auslachen? Oh Mann. Tübi, komm her. Erledigt. Wiederleben noch. Ich hab einen Headshot gegeben. Müsste ich dann sagen können. Komm ich da halt hoch? Aua, Mann! Merch, heute läuft alles schief. Heute läuft alles schief, was schief laufen kann. Müssen wir wohl die nächste Mission erst machen bei Bonnie. Hätte ich das doch letztens früh noch gemacht. Mir ne. Okay. Hat du es bemerkt, bevor ich es abgeschlossen habe? Aber bitte gleich nicht die Marshall-Mission aktivieren, bitte. Die will ich mir nicht machen.
Okay. Habt ihr das gesehen? Okay. Bonnie Mission. Nein. So, wilde Pferde gezähmt. Der Ding. Wilde wahrscheinlich, keine Ahnung. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, and terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. And you're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie. We got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Servus. Manchmal kommt mir ein bisschen so vor wie ein Carlos TVD aus The Walking Dead. Mit dem Hut. Und nur die Augenklappe. Und die langen Haare. Boah, jetzt habe ich alle gespoilert, die aus The Walking Dead schon. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Okay, das kann ich glaube noch. Easy. You'll have to see it, boy. Easy there. Tell me what
Relax now. Nearly there. Marston. Take it slow now. Come on, try not to scoop too much. Relax. Come now. On. Let's go. Easy now. That's it. You're doing fine. That's it. Don't give up. Come on. Come on. Come on. Danke. Ich nenne die Mission immer die Mission, die mein Stick kaputt macht. Ja, bleib stehen. Films. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. Noch eins. Oh. Die armen Tiere. Relax. Come on, baby. Calm down. Whoa. Relax now. Almost got you. It's all right. Oh. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep. And after an honor, some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. Vor 41 Minuten. Und wir haben dann jetzt geschafft. Du meinst eine anderthalb Stunden, sondern zwei. Sonst wird man nicht null schaffen. Weil wenn du es auf YouTube hochlädst, ne? Und so viele unnötige Parts hast, ey, dann. Es darf nie mehr so scheiß laufen. Hey Bonnie, Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Armadillo, okay. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little... Well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my paw's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Ooh, you anyways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Come on. I'm off one, too. Come on, easy up now. Go.
Und eine Küche. Boah, es war damals viel schwieriger. Damals 1977, wo es Game Boy draußen war. Ich Beta-Tester war. Nee, Spaß. Business. Wir müssen jetzt schon gut aussehen. Das ist ja Leute, das Game kam 2010 raus. 2010. Pferd! Nein! Ha! Easy. Habe ich mir. Mal, weißt du, dürfen wir ein Auto mega schnell bekommen, aber. Nervig, ey. Hallo, geschafft. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some bitte. Fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own? As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. He's a fine animal. Irgendwie nur als Pferd und das werde ich jetzt hoffentlich das ganze Spiel überbehalten. Aber jetzt geht's ab nach Armadillo und dann tun wir endlich so ein Border Bunny Ding machen. Ich glaube sogar. 100% muss das so, glaube ich, alle Steckbriefe da machen. Von daher hat trotzdem was um 100% gebracht. Oh, wahrscheinlich kommt jetzt kein neuer Auftrag. Oder nee, bedeutet. Springen noch. Ein Moment. Anbinden, das ist meins. Just so you know, huh? I don't take requests, mister. Oops. Looking for a man. Name's Peter. Fellas meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, is what she said. You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Where can I find him? Well, my memory escapes me when not properly stimulated. And let's see if we can refresh it. $5 will do. Or you could run a little errand for me. What do you need done?
It's my wife. She packed her things this morning and left. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Now, you'll need more than talk with that bitch. Honey, it's aufgetaucht, cool. Haben wir unseren Mann? Oh, nicht ballert, okay. Tobi, um dich kümmern wir uns später. Wir brauchen Ballard, nicht Water. Oh, hör mal, ob es was anderes ist. Better off riding with me, mister. I'm doing the best I can, mister. Na, fürs Landen normal. Man, das ist, wenn wir... Komm, Leute. Machen wir schnell das Thieves Landing. Und wenn er zurückkommt, dürfte es auch ein neues Ziel sein. Tut mir leid, wenn es jetzt so hinzieht. Aber ich möchte, dass wir das Outfit jetzt fertig machen. Aber dafür machen wir danach ein paar Story-Missionen als Entschädigung. Und machen nicht die Freizeit-Dinger. Weil das jetzt wirklich lang dauert, dann machen wir ein bisschen Story. Und machen eventuell am Ende noch ein bisschen was. Oder im nächsten Stream. So. Ach, du bist Schatzsuche, alles klar, das kommt dann wohl später. Und Leute, ihr seht schon, das kaufen wir jetzt. Und feiner Anzug, das ist ein anderes Outfit, das werden wir viel später erst uns holen. Jetzt haben wir schon Teilsets für nur 4 und 2. Na, wo gespielt haben wir? Machen wir jetzt schnell. Weil wir jetzt eh in die Richtung reiten müssen. Dann machen wir schnell nach, machen die Nachtwache. Nein, reich machen Ramadillo, machen Tag. Und hoffen, dass wir was für die Ballerbande. Einfach Ballerbande haben. Wir sollen machen mal ein paar Story-Missionen damit. Als Entschädigung quasi. Was ich zwar ein bisschen hingezogen habe, aber im nächsten Stream fangen wir auf jeden Fall mit Freizeichen-Missionen an. Machen wir eventuell, wenn es Glück und so keine Story-Missionen im nächsten Stream, sondern nur ein bisschen Nebenquests und so. Kommt drauf an. Hat die Checkliste, was ich nächsten Stream machen möchte. Ich wollte eigentlich schon für diesen Stream so Checklist machen. Meine Checkliste war eigentlich das Outfit und ein paar Story-Missionen machen und eventuell noch... Nee, Quatsch. Und die waren das Outfit und die Fragezeichen, die ich zurzeit offen habe, machen. Aber jetzt machen wir heute noch ein bisschen Story. Guter Deal, oder? Danke. Nee, Stream wird es so eventuell wieder morgen geben. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stream ich morgen früh. Overwatch, oder wer sich für Overwatch interessiert, gerne vorbeischauen. Mal schauen, wie ich das dann schneide. Das alles. Ob es also einmachen oder zwei Teile mit Zeitraffer. Mal gucken.
Saints alive. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. So, Stefan. Nummer 2. Am Handy gerade tut mir Handy auf ins Bein. Oh. Stefan, wo willst du denn hin? Hallo? Stefan? Stefan, wo führst du mich hin? Stefan, ich hab Angst. Hallo, oh. Strahlbusch. Schaut nicht gern zu? Überhaupt? Wenn ja, dann schreib mal gern was. Ich wundere, ich hab die Anzeige nicht offen. Also bei mir ist halt immer null angefühlt. Die ich immer hab. Oder ist eh immer fehlerhaft. Und daher. Wenn er jemand da ist, schreibt gern was. Bitteschön. Oh, ein bisschen Aufwärtszeug schon mal. Perfekt. Die wollen mich so mal ein andermal. Die wollte ich so oder so nicht machen. Die Folge, eigentlich. Eigentlich wollte ich mit Marshall weitermachen. Oder mit West Dickens, aber gut.